mal mit. Paradebeispiel, wie so ein Motor von innen nicht aussehen sollte. Wir haben da hinten einen M278 Motor, 4,7 Liter Biturbo. Oder Stefan? Baujahr 2013. Und Stefan macht jetzt hier gerade einen Motorencheck. Das bieten wir so bei uns an. Weil der Kunde einen Motorencheck haben will, weil er eventuell ein bisschen mehr Geld in dieses Auto noch stecken will, wieder in die, ja, in die Pflege, in den Gesamtzustand. So, und da hat uns der Kunde darum gebeten, erstmal Motorcheck machen. Wenn der Motorcheck gut ist, dann macht er allem, was dem Wagen gut tut, zum Beispiel Differentiale, Getriebeölspülung etc. Und Stefan sagte da gleich so, macht die Motorhaube auf, sagt, du Pierre, hast gesehen, ne? 5W30 Motoröl. Jo. Ist nicht zugelassen für die Motoren. Meist haben sie nämlich die falsche Norm MB 229.5.1. Darf da nicht rein. Nämlich nur die 5er Norm. Gut, Stefan hat schon Steuerzeiten geguckt, ne? Ja, Steuerzeiten sind super. Ist eigentlich schade. Wie gesagt, der Rest ist eigentlich gut. Warum sind die Steuerzeiten gut? Weil der schon die optimierte Steuerkette hat, die ja ab Baujahr 2012 drin ist. Ja? Auch Brennraum, wenn du ihn siehst. Ne? Also ja, Brennraum hier. Guck, film mal ruhig drauf hier. Guck mal. Oh, Brennraum, schön sauber, sieht gut aus, ne? Jo, nicht viel Ablagerung. Das heißt, der hat auch mal Saft gekriegt, ne? Ja. Also da hat schon mal einer mal kräftig im Gas gestanden so, und da sieht man schon mal. Da lacht einen schon mal was an. Das ist aber noch harmlos, wo wir sagen, ja, alles gut. Also, da ist Striefen drin. Ja. So, aber da ist. Sollen wir mal rüberputzen hier über unser schönes Display? Ah, haben wir das Ganze schön verschmiert. So. So, das ist Zylinder 1, ne? Einmal von oben bis unten. Ja, richtig, ne? Darf ich einmal gucken, haben wir denn einen Kolbenkipper? Oder haben wir eine schiefe Pleustange? Wie es beim M157 ja so oft vorkommt? Nein, haben wir nicht. Wir haben Kolbenkipper, ne? Hier haben wir die beiden Ventile. Das heißt, wir haben wirklich in Kipprichtung des Kolbens. Ja, weil wenn wir jetzt hier, ne, hier sind die Streifen drin, und jetzt gehen wir mal nach oben, so, und da sehen wir die beiden, in dem Fall, Einlassventile, ne? Weil, warum weiß ich, dass das die Einlassventile sind? Die sind dunkel, Auslassventile werden heißer, Auslassventile sind nämlich meist dann, da kriege ich jetzt gar nicht so gekippt, ja, die sind dann, guck mal, pass auf, da, Auslassventile. Die kleineren sind die Auslassventile, die größeren die Einlassventile, weil... Ja, in dem Fall wir nur Ladedruck, ich sag mal so grobe Richtung um ein Bar haben. Auslassdruck haben wir natürlich weitaus mehr. Gut. So, und da seht ihr übrigens den Direkteinspritzer-Injektor. Da ist er. So, du wolltest aber noch was anderes sagen. Oder? Hast nicht gesagt, das ist Zylinder 1. Das ist Zylinder 1, ja. Ach so, das ist Zylinder 1. Weiter bin ich gar nicht gekommen. Also, das hat mich schon gereicht. Ja, und jetzt hier, wenn wir hier so eine schöne Vergrößerung am Start haben. Wir haben hier diese Ölstoppkabel im Shop. Nee, da wollte ich gar nicht drauf hinaus. So, und hier seht ihr hier, ja, das Ganze ist halt ölig, ne? Das ist halt der Sensor, ja, nicht zu verwechseln. Das hier ist der Sensor und das ist das Stellglied, elektronische Stellglied, Nockenwellenverstellung. So, und jetzt kannst du mal auf die Kamera filmen. So, und jetzt gehen wir mal hier rein in den Stecker. Und was sehen wir da? Da unten drin? Sieht man es ganz gut? Mhm. Da auch Öl, ne? So, jetzt gehen, das ist wie gesagt Nockenwellenversteller. Jetzt gehen wir in den Sensor, filmen auch mal wieder drauf. Was sehen wir da drin? Öl, ne? So ein Endoskop, ne? Also jetzt wirklich ohne Quatsch. Stefan, ungelogen, sag mal, wie viele Stunden am Tag schätzt du, hast du dieses Endoskop in Hand? Wenn es gut läuft, 2 bis 3. Ja, aber lass es mindestens anderthalb am Tag Durchschnitt sein. Und das ist echt, dieses Endoskop ist echt das Ding, womit wir hier so viel machen. Das ist unglaublich. Unglaublich. Und es funktioniert immer noch, obwohl es ganze Betriebszeit ist. Genau, ja, weil es halt die gute Metallseele hat. Ne? Ja, die Frage ist jetzt, endoskopierst du noch viel weiter? Das, ja, ich meine, ist ja alles offen. Ne? Also, der Wagen hat halt, oder der Motor hat natürlich noch ein paar andere Sachen, aber das ist jetzt auch alles völlig hinfällig, weil ich könnte euch jetzt sagen, hier hat er Ölverlust und da, ne? Aber auch das Öl jetzt am Nockenwellenstecker ist jetzt hier erstmal das geringe Problem, weil der Motor jetzt eigentlich so gesehen einen kapitalen Motorenschaden hat. Natürlich kann man so einen Motor wieder aufbauen, Übermaßkolben bzw. die Zylinder halt buchsen, weil ab Baujahr 2015 in etwa haben die Fahrzeuge halt eine oder die Motoren eine geänderte Zylinderoberfläche.
Und die sind dann unempfindlich und da hat man diese Problematik nicht mehr. Hier liegen die Zündkerzen. Die hat Stefan schon mal fein säuberlich rausgeholt. Und wenn ich mir das jetzt so angucke, Zylinder 1 sieht vom Verbrennungsbild jetzt gar nicht so schlecht aus. Das ist eher so von der Zündkerze so geurteilt, Zylinder 4 oder Zylinder 8 könnte unter Umständen deutlich schlechter aussehen. Willst du mal einfach reingehen, Zylinder 4? Da sind die Leute noch dabei. Das ist ja super. Klar, das ist nämlich letzte Zylinder. Muss ich mal kurz dahin. Wo du am bescheidensten drankommst. Ja, das haben wir eben gerade auch gezeigt. Wir haben mich eben gerade schon ein Video über den Kompressormotor gedreht. Hier machen wir gerade Intensivfehlersuche. M120 Motor mit der Pinbox von Mercedes. Alles das haben wir bei uns glücklicherweise auf Lager. So, da seht ihr schon Vorteil. Der Wagen läuft jetzt, obwohl das Motorsteuergerät hier steckt. Und jetzt kann man schön über ein Oszilloskop Werte gucken. Was gucken wir hier für Werte? Das könnte ein Kurbelwellensignal sein oder ein Nockenwellensignal. Was haben wir hier, Marcel? Wir haben hier einen Positionsgeber Nockenwelle. Okay, also halbe Drehzahl nur. Genau. So, jetzt kann man sich das hier schön hinschieben. So, 5 Volt. Machen wir 10 Volt. 20 Volt. So, jetzt sehen wir hier schön das Signal. Auch ein feines Spielzeug. Das könnte man theoretisch, nee, können wir nicht, ne? Bräuchten wir das Ganze zweimal. Ja. Wollte ich das Ganze zweimal, dann könnten wir das zweite Steuergerät auch noch rausholen. Soll ich jetzt auf die Scheiße hauen? Von zweites Mal. Wir haben das Ganze sogar zweimal. Ja, also theoretisch könnte man jetzt beide Bänke gleichzeitig dann miteinander vergleichen. So, apropos Bank. Also das ist so viel M120 Fehlersuche. Richtig intensive Geschichte. Aber nach dem Kerzenbild kann es auch nicht immer gehen. Nee. Zylinder 4 ist jetzt eher unauffällig. So. Krass, ne? Ja, und da seht ihr jetzt, wie tückisch das Ganze ist. Das Kerzenbild ist jetzt ein schlechteres. Der Zylinder ist, kann man fast sagen, gut. Ja, nicht perfekt. Ja, aber komm, damit würden wir, also mit dem Zylinder, fahre ich noch 50.000 Kilometer. Mit Zylinder 1 ist da eigentlich der Drops gelutscht. Ne? Willst du mal auf Zylinder 5? Also eigentlich, mein Lieblingszylinder ist ja hier bei diesem Motor eigentlich immer Zylinder 5. So, jetzt werden wieder viele sagen, gar nicht richtig sauber gemacht. Natürlich. Ja, natürlich haben wir richtig sauber gemacht. Das ist der Ruß aus dem Kerzengewinde. Aha. Zylinderwand hat er. Ah, fängt leicht an, sieht aber gut aus. Da fängt es leicht an. So, jetzt seht ihr hier mit ein bisschen... Man gar nichts, zu dunkel. Muss ich das Display mal wegkippen. Ja, also man sieht hier das Spritzbild hier auf dem Kolben. Ja, pass auf. Ich weiß ganz genau, warum ihr da nicht seht. Weil den Polfilter, ne? Weil du deinen Polfilter drauf hast. Mach mal, lass mal so laufen das Video und nimm mal den Polfilter jetzt ab. Weil die wollen nur drehen eigentlich. Ach, guck mal! Ich kann sehen! Bedienerfehler! So, also, jetzt können wir nochmal gucken hier. Warum hast du nicht früher was gesagt? Früher war es nicht so. So, hier sieht man das Spritzbild jetzt halt ganz gut. Ganz ehrlich, ich sehe das auf der Kamera ja exzellent. Ja, also hier sieht man das Spritzbild von dem Injektor ganz gut. So, nochmal Zylinderwand, Stefan. Die Leute haben es garantiert eben gerade nicht gesehen. Ja, sieht gut aus. Ja, machen wir nochmal eine andere Seite da. Schwenk mal rüber hier. Nee, andersrum. Ah, sieht gut aus. Da, ganz leicht. Ja, Zylinderwand, Zylinder 5 sieht gut aus. Also, und das ist hier immer das Ding. Die Leute kommen hierher, sagen, ja, machen Sie mal einen Motorencheck und endoskopieren Sie mal einen Zylinder. No way, gibt's hier nicht. Entweder alle sehr aufmerksam kontrollieren oder gar keinen, weil... Hinterher heißt es, ja, die Firma Motorenzimmer hat die Zylinder endoskopiert und die haben gesagt, der sieht gut aus. Quatsch, in dem Fall haben wir nur einen Zylinder endoskopiert und deswegen gibt es das gar nicht. Wir endoskopieren immer alle Zylinder, auch wenn das zeitaufwendig ist und wir müssen das Ganze wirklich sehr aufmerksam machen, müssen den Kolben immer UT drehen, unterer Totpunkt, also den Kolben nach ganz unten, damit wir den kompletten Brennraum ansehen. Tja. Zylinder 8 ist auch tot, ne? Oh. Also da. Oh.
Aber Zylinder 8 war die Zündkerze schlecht. Ja, genau. Da haben wir jetzt mal so, das stimmt. Ja. Und das sieht genauso aus wie Zylinder 1. Ja, warte mal, ich gebe das mal nochmal. Ja, genau. So. Und jetzt wirklich folgendes Szenario. Jetzt überlegt mal, also wir schrauben jetzt hier die alten Zündkerzen wieder rein. Oder? Bist du doch für neu? Nee. Nö, so schlecht sahen die nicht aus. Die haben nicht also, wir schrauben jetzt hier die alten Zündkerzen wieder rein, schrauben das jetzt einfach wieder zusammen, machen hier keinen Ölwechsel mehr, stellen den Wagen vorne hin, der Kunde kriegt diese Endoskopbilder, hat ja vielleicht sogar ein Video dazu, und die Sache ist gelaufen. Das heißt, der Kunde kann sich ab jetzt, ohne weitere Kosten an diesem Fahrzeug zu haben, einen Gedanken drüber machen, was mache ich mit diesem Fahrzeug? Was macht er da? Ja, und wie gesagt, man braucht jetzt hier keine Inspektion mehr machen, man braucht jetzt hier keine Ölstoppkabel investieren, man braucht jetzt hier keine neuen Zündkerzen machen. Das Ganze wäre ja Geld, die Triebeölspülung, eventuell hier neue Reifen, Felgen, was weiß ich nicht. Ja? Alles Blödsinn. Jetzt kann man genau überlegen, was mache ich Stand heute. Und das ist halt das, was mir wichtig ist, dass der Kunde weiß, was hat er an diesem Fahrzeug. Was kommt an Kosten auf mich zu? Aber wie lange hält jetzt sowas? Wenn der Kunde jetzt sagt, ja, ich fahre das jetzt so lange, bis das Ding auseinanderfliegt. Also. Das ist schwer zu sagen, ne? Es gibt Kunden, die das schon mal praktiziert haben. Ich nenne jetzt keine Namen, den Kunden kennst du auch. Ja. Hat eine Mercedes S-Klasse gehabt. Und viel weiter gehe ich auch nicht ins Detail. Hatte ungefähr 200.000 Kilometer gelaufen. Damit reicht es aber auch. Und der ist damit noch gefahren, so 15.000 Kilometer. Und dann ging der Ölverbrauch durch die Decke. Also es fing an wirklich dann bis zum Schluss, glaube ich, auf 1000 Kilometer über 1,5 Liter Ölverbrauch. Die Ölkanne war sein bester Freund und ja, Wagen lief absolut perfekt, lief nicht unrund. Man hat immer mehr Aufkrustung dann später auf den Zündkerzen gesehen und da war so nach, ich sag mal, ab dem Verschleißzustand 15.000 Kilometer war komplett Schicht im Schacht. Und man konnte im Prinzip das Ganze halt abstellen, weil ja, der Ölverbrauch halt so massiv wird, dass es dann hinten raus bläut und dann ist halt einfach vorbei. Also ich würde sagen, 15.000 Kilometer, dann ist meine Erfahrung her. Ne? Wie gesagt, es kann ein bisschen weniger sein, kann ein bisschen mehr sein, können auch 5.000 Kilometer sein, da will ich mich jetzt nicht festlegen. Kommt da halt auch auf den Belastungszustand drauf an, aber die Sache ist hier durch, Schicht im Schacht. Finito, oh, finita la musica. Haben mir die Abonnenten beigebracht. Haben sie in den Kommentaren geschrieben. Herr Zimmer, Sie sprechen das völlig falsch aus. Das wird genau so ausgesprochen. Danke dafür.